Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Adventskalender-Tür Nummer 16 des Adventskalenders 2023. Heute schauen wir uns mal dieses Rennrad hier an. Bevor wir das tun, habe ich eine Bitte. Bitte abonniert meinen Kanal. Drückt auf den Abo-Button, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht's zum Rennrad. Ja, hier ist also das gute Stück. Und es hat eine besondere Geschichte, und zwar im Juli diesen Jahres hatte ich mit meinem alten Rennrad einen Unfall gebaut und das Rennrad ist dabei kaputt gegangen und es musste ein neues Rennrad her, denn ich wollte weiter Rennrad fahren. Und dann habe ich mir dieses Rennrad hier gekauft, und das Besondere ist das Vorderrad, denn das stammt noch von meinem alten Rennrad, dann das ist nicht kaputt gegangen, und da war auch noch dieser Mantel drauf, denn die Mäntel mussten neu gemacht werden, und ja, das wurde dann so zusammengekleistert. Und ja, wir schauen uns das jetzt mal etwas genauer an. Fangen wir mit der Gangschaltung an. Wir haben hier eine Hebel- oder Rahmenschaltung mit 14 Gängen, also vorne 2, hinten 7. Dann haben wir hier diese besondere Lackierung am Rahmen, die mir wirklich sehr gefällt. Auch hier an dem Lenker schön zu sehen, ist eine sehr schöne Lackierung. Dieses Weiß in Kombination mit diesem blauen Splatter oder wie man das auch immer nennen mag, wirklich sehr schön. Und ja, wir haben hier auch komplett zwei verschiedene Räder und zwei verschiedene Mäntel. Hier vorne einmal der von Maxxis, super guter Qualität. Und dann hinten, keine Ahnung, was das für Mantel ist. Und ja, so sieht halt die Gangschaltung aus. Dann haben wir hier noch eine Trinkflasche und so sieht das Ganze von vorne aus. Und wir haben hier auch die obligatorischen Sachen, die man bei so einem älteren Rennrad halt eben findet, wie hier diese Bremshebel. Aber die sind super leicht ausgeführt. Und ja, hier haben wir auch noch die Schraube zur Höhenverstellung von dem Lenker hier. Also wirklich ein wunderschönes Rennrad, muss ich wirklich sagen. Allerdings ist seit Oktober diesen Jahres meine Rennradsaison vorbei, und das heißt, ich werde das Rennrad erst im nächsten Jahr fahren können wieder, und ich verspreche euch, da wird es dann noch neue Folgen von der Rennradtechnik geben, denn ich habe noch nicht alles an einem Rennrad beleuchtet, und das werde ich mit dem Rennrad dann tun. Ja, das war's auch schon für dieses Video. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und so weiter und so fort, und wir sehen uns morgen in einem ganz speziellen Livestream. Ciao, ciao!